Tag auch von mir. Mein Name ist Carsten Zarski, bin seit 2001 bei Oracle beschäftigt, seit mittlerweile etwas mehr als 2 Jahren auch Mitglied des Application Express Teams und ich möchte heute 10 Minuten lang was über das neue Apex Release 18.1 vorführen. Es ist noch nicht zum Download verfügbar, allerdings kann man auf dem öffentlichen Demo-Server apex.oracle.com schon ausprobieren, wie die neuen Features funktionieren und wenn man Apex noch gar nicht kennt, ist das auch eine hervorragende Gelegenheit, mit Apex als solches vertraut zu werden. Man schaut sich also die URL apex.oracle.com an und wenn man hier oben auf Sign In klickt, dann kommt man zu einer Login-Maske. Ich selbst habe schon einen Workspace. Wer noch keinen Workspace hat, klickt auf Request a Workspace, geht durch einen Dialog von 5, 6 Seiten durch und man bekommt kurz danach seine Zugangsdaten zugeschickt. Das ist kostenlos und man kann mit dem Workspace dann rumexperimentieren, solange man möchte. Wenn man ein paar Wochen lang nichts auf seinem Workspace tut, dann werden die inaktiven Workspaces nach einer Weile gelöscht. Bevor das passiert, bekommt man aber eine E-Mail. Das heißt, wenn man aktiv ist, dann kann dieser Workspace über Jahre hinweg existieren. Gut, ich logge mich an meinem Workspace ein und es gibt in Apex 18 im Grunde genommen 2 Features, auf die ich hier eingehen möchte, alle im Detail vorzuführen, auch die kleineren. Das wäre ein bisschen viel für diesen kurzen Abriss, deswegen möchte ich mich auf die 2, sagen wir mal, wichtigsten oder die 2, die am meisten ins Auge stechen, fokussieren. Und als erstes wäre das sicherlich der neue Create Application Wizard. Wenn man also im Application Builder sich befindet und dann eine neue Applikation erstellt, dann sieht man etwas und Apex-Erfahrene erkennen auch wirklich, dass das neu ist. Dieser Create App Wizard sieht ganz anders aus als bisher. Und wenn man jetzt eine neue Applikation damit erstellt und Seiten hinzufügt, merkt man, dass diese Seiten viel mehr Möglichkeiten anbieten, als das früher der Fall war. Es gibt eben nicht nur Blank, Report und Form, sondern zum Beispiel auch Dashboard. Und eine Dashboard-Seite zum Beispiel sieht so aus, dass man einen Chart definiert. Der Chart, den definieren wir auf Basis einer Tabelle, aber nicht auf Basis dieser da, sondern wir nehmen die wohlbekannte M-Tabelle. Wir nehmen ein Label und ein Value, ename und salary und da machen wir einen Bar-Chart daraus. Und die anderen 3 belasse ich jetzt ganz bewusst mal leer, da machen wir nichts. Was das dann bedeutet, sehen wir gleich. Und wir fügen die Seite hinzu. Noch ist nichts passiert. Das wird jetzt hier im Rahmen dieses Übersatzes erstmal alles nur gesammelt. Und dann, wenn wir gleich die Applikation generieren, dann werden wir sehen, dass alles auf einmal als neue Applikation erstellt wird. Natürlich kann ich die Applikation später ganz normal, wie man es in Apex gewohnt ist, verändern, bearbeiten, Seiten löschen, neue hinzufügen. Das ist ja bekannt, dass es bei Apex niemals diesen Punkt gibt, wo man nichts verändern kann. Bei Apex kann man, da es metadatengetrieben ist, jede Applikation zu jedem Zeitpunkt beliebig verändern. Gut, wir machen noch eine Seite und da nehmen wir dieses Cards-Layout hier, was ein sehr interessantes Berichtslayout ist, was ein bisschen anders aussieht als die Tabellen, die man normalerweise kennt. Das nennen wir AMP Cards. Wir nehmen wieder die wohlbekannte AMP-Tabelle. Der Titel soll sein der E-Name, Description wäre der Job und Additional Text nehmen wir einfach mal die Salary-Spalte. Und auch das fügen wir unserer Applikation hinzu. Ich hätte noch gerne, und dann sind wir in dem Bereich der Features hier unten, wo man so Zusatzfeatures zu seiner Applikation hinzufügen kann. Zum Beispiel möchte ich gerne ein Activity Reporting haben. Das heißt, Seiten, auf denen angezeigt wird, was auf dieser Applikation alles los war. Welche Seiten wurden stark geklickt, welche interessieren eigentlich niemanden mehr. Mit dieser Checkbox bekommt die Applikation in der Administration Section zusätzliche Seiten, mit denen man sich als Applikationsverantwortlicher dann ganz einfach durch diese Reports klicken kann und dann sieht man, wo auf der Applikation besonderes Interesse besteht und wo halt eben nicht. Das zweite, was ich gerne hätte, ist eine Theme Style Selection. Das heißt, ich möchte, dass der Endanwender sich aussuchen kann, welches Look and Feel die Applikation hat. Das heißt, der Developer gibt bestimmte Looks and Feels vor. Ein rotes, ein blaues, ein grünes meinetwegen. Und der Endanwender kann sich dann da das Schönste oder das, was ihm am besten gefällt, aussuchen. Naja, wenn wir dann mit unseren Einstellungen zufrieden sind, dann klicken wir auf den Button Create Application und dann wird diese Applikation schließlich erstellt. Das dauert ein paar Sekunden, geht aber alles in allem doch relativ flott. So, und jetzt haben wir mit wenigen Mausklicks eine Applikation mit 12 Seiten erstellt. Da können wir auch gerne mal reinschauen. Und wir melden uns an.
und sehen zum Beispiel auch schon, dass eine Homepage für uns generiert wurde mit den zwei Seiten, die wir vorhin konfiguriert haben. Wir schauen auf die Dashboard-Page und das war der Bar-Chart, den wir auch definiert haben mit den Salaries der M-Tabelle. Und ich sagte ja, die anderen drei Charts, da mache ich bewusst nichts. Wir werden sehen, was rauskommt. Und Apex hat uns hier einfach mal ein paar Samples generiert. Es gibt also so ein paar Sample-Daten und auf Basis dieser Sample-Daten wurde ein Pie-Chart, noch ein Bar-Chart und ein Line-Chart zusammengestellt. Und mit diesem Bild bekommt man jetzt mal so einen Eindruck, wie die Seite aussehen wird. Und das ist jetzt natürlich meine Aufgabe als Entwickler, diese noch leeren Hüllen mit Leben zu füllen. Schauen wir uns die Cards an, der M-Tabelle. Und das ist im Grunde genommen technisch ein sogenannter Classic Report, nur mit einem etwas anderen Look and Feel. Und das Schöne ist jetzt, dass man eben nicht mehr diese manuelle Arbeit braucht, um dieses Card-Layout zu erzeugen, sondern das geht ganz einfach mit ein paar Mausklicks. Hier ist die Administrations-Section und man sieht jetzt hier sehr schön, dass ich die Theme-Style-Selection habe, wo der Endanwender halt eben das Look and Feel ändern kann. Ja, und da kann ich jetzt zum Beispiel hier das auf Vita Red umstellen und jetzt als Developer, ich bin ja gleichzeitig als Developer angemeldet, erlaube ich meinen Endanwendern, dass sie eben für sich einen Theme-Style selber wechseln können. Und in dem Moment, wo das passiert, wird die Applikation neu geladen und wir sehen jetzt ein Look and Feel. Und hier sind diese verschiedenen anderen Berichte und Dashboards, die mir Informationen darüber geben, was eigentlich mit meiner Applikation los ist. Soweit so gut. Das ist so das erste Feature, wo man auf jeden Fall, wo es sich lohnt, damit ein bisschen zu spielen und mal zu erkunden, was das alles für Möglichkeiten bietet. Das zweite neue Feature geht ein bisschen in eine andere Richtung und das ist diese Development Area, wo wir Application Express dazu bringen, dass es eben mit externen Datenquellen, wie zum Beispiel ein RESTful Service, genauso umgehen kann wie mit einer lokalen Tabelle. Das heißt, wir werden in der Lage sein, mit Apex 18.1 einen Bericht, einen Report, einen Interactive Report auf Basis eines RESTful Service zu erzeugen. Zuerst brauchen wir einen RESTful Service und ich nehme immer sehr gern diesen hierher, googeln Sie mal nach USGS Earthquake und dann finden Sie einen JSON-Feed, der halt eben Ihnen die Erdbeben auf der Welt in den letzten 24 Stunden zurückgibt. Und das ist ein JSON-Format, was man so im Browser nicht so toll lesen kann. Aber ein Apex-Report wird die uns ganz wunderbar darstellen. So, und dazu brauchen wir zunächst die Metadaten. Also Apex muss natürlich wissen, was für Attribute stecken denn in so einem JSON-Feed drin? Was wird da alles ausgeliefert? Und das machen wir als erstes. Wir gehen zu den Shared Components und besuchen diesen neuen Bereich Web Source Modules. Und die Web Source Modules, das sind Referenzen zu externen RESTful Services. Und wenn ich jetzt da einen neuen erzeuge, from scratch, dann gebe ich dem einen Namen und hinterlege diese URL. So, Application Express hat die URL jetzt getestet und die Tatsache, dass er mir einen sogenannten Remote Server gefunden hat, zeigt mir, dass ich diese URL auch schon mal verwendet habe. Denn er hat schon erkannt, es gibt andere RESTful Services, die mit den gleichen URL, die den gleichen Server verwenden und Apex speichert tatsächlich den Server-Part der URL als eigene Entität, sodass man die später auch gesondert ändern kann. Man wechselt also den Server-Part im Remote-Server-Objekt und alle REST-Services, die diesen Remote-Server verwenden, werden auf einmal mitgeändert. Wir lassen das alles so, das passt. Wir werden uns auch nicht anmelden müssen, denn dieser REST-Service ist öffentlich und wir klicken jetzt auf Discover. Und jetzt hat Apex dieses JSON untersucht. Es hat uns, wie man hier im Data Profile Tab sehen kann, festgestellt, welche Attribute da drin enthalten sind. Das sind dann 29. Und bei Data sieht man so ein Sampling der Daten in dem JSON. Man sieht hier nur die ersten 15 Spalten und die ersten paar Zeilen. Das ist erstmal nur, um einen Eindruck zu bekommen, dass Apex diesen JSON-Feed korrekt interpretiert. Wenn nicht, geht man hier unten wieder zurück und dann kann man in der Advanced Section Angaben machen, die Apex beim Verständnis helfen. Wir sind aber zufrieden, klicken also auf Create Web Source und haben jetzt in Apex Metadaten über diesen RESTful Service gespeichert. Der nächste Schritt ist, dass wir eine Komponente darauf erzeugen. Und ich hätte gerne ein Interactive Report. Damit erzeuge ich also in meiner Applikation eine neue Seite. Wir nehmen einen Report und wir hätten gerne einen Interactive Report, der einen Namen bekommt. Wir machen auch ein Navigation Menu Entry. Und jetzt würde man in früheren Versionen hier die Tabelle oder SQL-Abfrage hinterlegen, auf die der Interactive Report sich beziehen soll. Jetzt wählen wir aber Web Source aus
und wir nehmen das, was wir gerade erzeugt haben. Wir wollen nicht alle diese Spalten haben, das ist ein bisschen viel. Also tun wir die alle mal nach links und wir nehmen Mac, Place, Time. Die Zeitzone nehmen wir, die ID und den Titel. Das sind Spalten, die machen sich ganz gut zur Darstellung. Die übernehmen wir nach rechts, klicken auf Create, um den Interactive Report zu erzeugen. Und wenn Apex erfolgreich war, dann werden wir in den Page Designer geleitet, der uns jetzt unsere neue Seite zeigt. Und jetzt könnten wir hier natürlich weitere Änderungen vornehmen. Wir wollen die Seite aber gleich starten. Und jetzt sehen wir hier in einer wunderbaren Aufbereitung diese Erdbebendaten als Interactive Report. Wir können zum Beispiel jetzt in der Rolle als End-User nach Erdbeben suchen, die in Alaska stattgefunden haben. Wir können einen Filter erzeugen und wir wollen nur bestimmte Erdbebenstärken haben, alles was größer als 2 ist. Und können jetzt mit diesen Daten tatsächlich so arbeiten, als wären es lokale Tabellendaten. Analog dazu lässt sich jetzt auch ein Chart erzeugen. Das machen wir noch als zweites Beispiel. Wir hätten also gerne die Mac by Time. Das ist jetzt so mal so das, was wir auf die Schnelle wirklich machen können. Und in der Chart Series nehmen wir wieder WebSource. Wir wählen das Erdbeben aus und können jetzt hier als Label die Zeit nehmen und als Value die Magnitude. Wir speichern das Ganze ab, starten die Seite neu und wir sollten wieder unseren interaktiven Bericht sehen und gleichzeitig hier einen Chart, der uns halt eben den Verlauf der Erdbebenstärken über die Zeit anzeigt. Ja, und das ist wirklich das Interessante jetzt an APEX 18.1, dass diese externen Datenquellen ebenso leicht verfügbar werden, als ob es eine Tabelle wäre. Man musste sich, wie man gesehen hat, überhaupt nicht mit dem HTTP-Request, der dafür nötig ist, auseinandersetzen. Da kam JSON zurück, das haben wir gesehen. APEX hat das gesamte Parsing übernommen und dem Entwickler werden Spalten und Zeilen bereitgestellt. Das, was er halt eben gewöhnt ist. Auch das können Sie auf apexoracle.com sehr schön ausprobieren, dieses neue Feature. Und damit sind jetzt auch 10 Minuten und damit meine Zeit für einen groben Abriss über APEX 18.1 auch schon vorbei. Schauen Sie sich an, es sind darüber hinaus natürlich noch viele weitere Features dabei, auf die ich hier aus Zeitgründen gar nicht eingehen kann. Ja, das sind zum Beispiel E-Mail-Templates, wenn man aus seiner Applikation öfter mal E-Mails rausschickt. Es gibt einen neuen Item-Type namens Textfield mit Autocomplete, das mit 5.1 eingeführte Interactive Grid ist verbessert und ein bisschen erweitert worden. Es sind also neben diesen zwei Features natürlich noch eine Menge kleinerer Features enthalten. Manche natürlich eher interessant für denjenigen, der schon ein bisschen mehr mit Apex gearbeitet hat. Und wenn man neu damit beginnt, dann merkt man eigentlich gar nicht, dass das was Besonderes ist. Aber die Kerndinge, das, was sofort ins Auge springt, RESTful Services und der Create Application Wizard, haben wir gerade eben gesehen. Viel Spaß beim Ausprobieren und damit übergebe ich wieder in den Technology Monthly.